إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدك ورسوله عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alles Lob, jeder Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Ihn allein bitten wir um seinen Beistand, um seine Hilfe. Und er allein ist es, den wir um seine umfangreiche Vergebung bitten. Und wir suchen alle Zuflucht und Schutz vor dem Übel unserer eigenen Taten und vor den Konsequenzen unserer eigenen Taten und vor dem Übel, was in uns selbst ist, liebe Geschwister. Und wir bezeugen, wir wissen, dass jeder, der den geraden Weg gewiesen bekommen hat von Allah, dass es niemanden gibt, der ihn in die Irre zu führen vermag. Und dass jedem, dem Allah Ta'ala erlaubt, dass er in die Irre geht, dass es für diesen niemanden gibt, der ihn zurecht leiten vermag, außer Allah, Al-Hadi, der Rechtleitende, einzig und allein. Ich bezeuge, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah, dem Majestätischen und dem Glorreichen. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, sein ihm ergebener Diener ist und sein letzter entsandter Prophet. O ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht vor Allah, so wie es Allah allein gebührt, und sterbt nicht anders, denn als ihm Ergebene zu sein. Sterbt nicht anders, denn als Muslime. Liebe Geschwister, wir haben in diesen Tagen die Möglichkeit, eine sehr besondere Ibadah zu vollziehen. Einen sehr besonderen Gottesdienst. Und dieser Gottesdienst ist im Koran festgehalten. Allah Ta'ala sagt im Koran: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Und wenn du mit einer Angelegenheit, wenn du eine Angelegenheit abgeschlossen hast, nachdem du etwas beendet hast, dann strebe nach deinem Herrn. Dann strebe weiter. Und auf deinen Herrn richte dein Begehren aus. Und wir befinden uns nun gerade in Tagen der Anstrengung. Und wir können nach dieser Anstrengung weitere gute Taten begehen. Für gewöhnlich ist es so, dass wir uns anstrengen und dann eine Pause einlegen, anstrengen und eine Pause einlegen. Aber der Ramadan in sich, er ist eine durchgehende Art von Anstrengung. Am Tage fasten wir, liebe Geschwister, und an den Abenden, in den Nächten sind wir in der Moschee. Und danach sind wir wieder zu Hause und bereiten uns auf den nächsten Tag der Anstrengung vor. Und am Tag bereiten wir uns auf die Anstrengung in der Nacht vor. Und diese Tat des Herzens, dass man nach einer Anstrengung eine weitere gute Tat folgen lassen kann, diese Sorte von Tat ist uns im Rest des Jahres selten vergönnt. Weil unser Level an Anstrengung ein niedrigeres ist und weil unsere Arten der Anstrengung keine kontinuierlichen sind, sondern eben ja, Dinge, die man tut und dann wieder aber auch erledigt. Aber das Fasten und das Ausharren in der Moschee, das Vertieftsein im Gebet, all dies sind Taten, die eine dauerhafte, eine beständige Art der Anstrengung ermöglichen. Und mögen wir, inshallah, nun in den nächsten Tagen unseren Grad der Anstrengung noch weiter erhöhen. Nehmen wir die Worte Musas, alayhi salam, im Koran als unser Leitbild, als unsere Motivation, als er sagte: وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Und ich habe mich beeilt, o Allah, zu dir, auf dass du zufrieden sein mögest. Die Beeilung, liebe Geschwister. Und ebenso sagte Musa, alayhi salam, im Koran festgehalten:
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Und ich gehöre zu den Ersten, ich bin der Erste von den Gläubigen. Nicht, dass man andere vorlässt, sondern dass man sich selbst mit den guten Taten, liebe Geschwister, beeilt. Und Allah Ta'ala sagt an zahlreichen Stellen, verschiedentlich betont er diese Anstrengung. Allah Ta'ala sagt im Koran in der 51. Sure, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Und so flieht zu Allah. Kennen wir das Gefühl des Fliehens, auf einmal weglaufen zu müssen? Man hat nur einen einzigen Gedanken, von der Gefahr zu fliehen, hin zur Sicherheit. Allah Ta'ala verwendet diese Sprache, liebe Geschwister, auf dass wir fliehen mögen, von der Gefahr auf zu ihm. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Und beeilt euch um die Vergebung eures Herrn. Und liebe Geschwister, diese Tage, sie sind Tage der Eile. Und in der Eile vergisst man Dinge, lässt man Dinge liegen, die weniger wichtig sind als das große Ziel. Auf dass sich dieses Gefühl in unserem Herzen einstellt, denn wir nähern uns nun besonderen Tagen bzw. besonderen Nächten, die im Koran festgehalten worden sind, als Allah Ta'ala sagte, وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Und er sprach von den 10 Nächten. Und die Koran-Kommentatoren sind sich nicht einig, sind damit die 10 Tage des Dhul-Hijja gemeint oder sind dies aber die 10 Nächte, die letzten 10 Nächte des Ramadan. Und unabhängig davon, liebe Geschwister, wissen wir, dass die letzten 10 Nächte betonte Nächte sind vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind die Nächte, in denen er sich in der Moschee zurückzog und seine Anstrengungen vervielfältigte, intensivierte und indem er auch seine Familie aufweckte für die nächtlichen Gebete. Das ist in der authentischen Sunna festgehalten. Und dieses Zurückziehen in der Moschee, liebe Geschwister, fand auch Erwähnung im Koran. Und zwar im Abschnitt über den Ramadan. Wenn wir den Koran aufschlagen, den Mushaf aufschlagen und wir lesen ab dem 183. Vers der zweiten Sure, finden wir vor, dass der Paragraph, der Abschnitt über den Ramadan, endet mit der 187. Vers. Und in eben diesem Vers, in dem Vers, der den Ramadan thematisch in dieser Passage abschließt, erwähnt Allah Ta'ala auch den Abschluss des Ramadans, eine der ehrenwerten Taten. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Hier die Erwähnung, dass derjenige, der die Absicht gefasst hat, die gesamte Spanne dieser 10 Nächte in der Moschee sich zurückzuziehen, dass er dies nicht zu unterbrechen hat für die, also für das intime Beisammensein mit der Ehefrau, beziehungsweise umgekehrt, da wir natürlich auch, also auch die Frauen vollziehen den I'tikaf in der Moschee und nicht zu Hause, liebe Geschwister. Das ist etwas, was Imam An-Nawawi festgehalten hat. Das heißt, wir schließen den Ramadan, die Anstrengung, mit einer weiteren Intensivierung der Anstrengung ab. Das heißt, wir ziehen uns in den Moscheen zurück. Und sei es, dass wir aufgrund von Verantwortungen, denen wir uns nicht ganz entziehen können, dass wir uns allein für Momente in der Moschee zurückziehen. Auch das ist eine statthafte Tat, dass man sich nur für einen kurzen Moment in der Moschee zurückzieht oder nur die ungeraden Nächte in der Moschee sich befindet, je nachdem, was man möglich machen kann. Natürlich ist das Beste, dass man die gesamten 10 Tage übernachtet in der Moschee und sich zurückzieht in den gottesdienstlichen Handlungen. Aber der dies nicht vermag, der versucht eben, das meiste herauszuholen, betonend auf die ungeraden Nächte des Ramadan. Das alles, liebe Geschwister, dies sollte unser Ziel sein, dass wir nach unserer Anstrengung eine weitere Anstrengung Allah Ta'ala gegenüber widmen. Bevor wir uns allerdings entspannen können, im Rahmen dieser Anstrengung, dass wir sagen können, Alhamdulillah, in diesen letzten 10 Nächten gebe ich mich Allah Ta'ala total hin, haben wir noch einige Aufgaben zu erledigen, auf dass wir befreit in diese Tage hineingehen, liebe Geschwister. Und eines von diesen Aufgaben ist die Zakatul Fitr. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala diese Zakatul Fitr gestaltet hat, als Reinigung vom Schlechten der Tat und vom Schlechten in der Rede. Denn wir kennen uns, wir waren nicht perfekt gewesen, wir können nicht perfekt sein. Und als großes Geschenk Allah Ta'alas, wenn wir diese Zakatul Fitr entrichten, die nach verschiedenen Angaben zwischen 6 und 7 Euro beträgt, wir werden in unserer Gemeinde 7 Euro einsammeln und der hintere Tresor mit dem Ausgang
zum Hof aus, der wird auch für diese Zakat und Fitr vorgesehen sein. Das heißt, derjenige, der keinen Verantwortlichen vorfindet, der tut einfach die Zakat und Fitr als Mann dort in diesem Tresor dort an dieser Ecke. Und die Frauen werden natürlich auch eine Möglichkeit haben, ihre Zakat und Fitr entrichten zu können. Allerdings ist dies eigentlich die Aufgabe des Haushaltsvorstands. Sie wird verrichtet für jeden, der im Haushalt lebt. Für jeden, der im Haushalt lebt, muss man 7 Euro entrichten. Das heißt, wenn man eine Familie ist mit 5 Mitgliedern, dann zahlt man 5 mal 7 Euro, 35 Euro. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass dies eine Reinigung ist. Und das ist das, was sie begehren. Und allein das Wort Zakah bedeutet Reinigung. Das heißt, wir sollen nicht versäumen, diese gute Tat zu vollziehen. Die Prophetengefährten, sie berichten, dass die Zakat al-Fitr damals in Grundnahrungsmitteln entrichtet wurde. Also in Käse, in Datteln, in Gerste, in Rosinen. Und zwar in Hohlmaßen von diesen Grundnahrungsmitteln. Und es gab allerdings, also in fest definierten Hohlmaßen, es gab allerdings in der Zeit der Prophetengefährten bereits eine Änderung der Form, in dem Muawiyah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte, dass er von einer bestimmten Sorte vom Weizen, nämlich dem syrischen Weizen, nur die Hälfte des Hohlmaßes, ja, abgibt, da er doppelt so viel wert ist. Dies wurde von einigen Prophetengefährten akzeptiert und von anderen wiederum so nicht umgesetzt. Und in der Zeit vom Khalifen Omar ibn Abdulaziz, der bekannt ist als der Mujaddid des ersten muslimischen Jahrhunderts, gemäß dem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass jedes Jahrhundert Allah ta'ala jemanden entsenden wird, der für die Umma ihre Religion erfrischt, positiv erneuert, restauriert in dem Sinne. Und in seiner Khalifenzeit war es Standard gewesen, dass er die Zakat al-Fitr in Geld eingesammelt bzw. verteilt hat. Und dies ist auch die Auffassung von den Hanafiten, wie auch von Hassan al-Basri, dem wohl geehrtesten der Nachfolger der Prophetengefährten. Denn es gibt eine Schwierigkeit in der praktischen Umsetzung, wenn wir die beiden vorhandenen Meinungen betrachten. Eine Meinung, die sagt, wir sollen weiterhin dabei verbleiben, die Zakat al-Fitr in Nahrungsmitteln abzugeben und alles andere wäre ungünstig. Diese Meinung ist eine bekannte Meinung und von einigen Staaten auch als Staatsmeinung vertreten. Die erste Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir von 4,1 Millionen Muslimen in Deutschland ausgehen, haben wir entweder die Möglichkeit, mehr als 28 Millionen Euro für gewöhnlich zu überweisen oder aber knapp 8 Millionen Kilo Datteln zu versuchen, innerhalb Deutschlands zu verteilen. Und wie diese 8 Millionen Kilo Datteln, liebe Geschwister, werden wir kaum Abnehmer finden. Und wenn wir uns dazu entscheiden, diese Nahrungsmittel abzugeben, indem wir sie ins Ausland schicken, dann haben wir die Schwierigkeit oder den Unsinn praktisch, dass wir importierte Ware aus Marokko, aus Tunesien, ja, kostspielig eingeführt, ressourcenaufwendig eingeführt nach Deutschland, wieder in dieselben Länder zurückschicken. Und diejenigen, die wirklich dabei Profit machen, sind die ganzen Logistikunternehmen und Transportunternehmen und Deutsche Post AG etc., wer da alles mit beteiligt ist. Und das heißt, wir geben eigentlich unsere Zakat viel mehr aus für diejenigen, die mit dem Transport und Import-Export beschäftigt sind, als was eigentlich dann an die Armen geht. Das heißt, wenn man die 7 Euro überweisen würde nach Marokko, nach Tunesien, könnten sich die Armen und Bedürftigen dort viel mehr kaufen, ja, von diesem Betrag, als wenn wir insgesamt die ganzen Ressourcen aufwenden, um, wie gesagt, 2 Kilo Datteln ins Ausland zu schicken. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass einige Rechtsauffassungen festhalten, dass man dies direkt vor dem Eid-Gebet abzugeben hat oder am Tag vorher oder höchstens 2 Tage vorher. Und damit geht die Komplikation einher, dass das Geld, ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man das in Geld entrichten darf, dass es nicht zeitig den Bedürftigen erreicht. Und der Prophet sagte allerdings, sallallahu alaihi wasallam, befreit sie, die Bedürftigen, an diesem Tage von der Bedürftigkeit. Das ist die Zielsetzung, liebe Geschwister, von der Zakat al-Fitr. Und alles, was die Zielsetzung dieser Zakat al-Fitr mit unterstützt, im Rahmen der gesunden Rechtsmeinungen der Gelehrten, dies sollte in der heutigen Zeit dann bevorzugt werden, sprich, dass auch die Zakat al-Fitr monetär entrichtet wird, in Geld entrichtet wird, dass sie überwiesen werden darf und dass sie auch gemäß Imam Ash-Shafi'i zum Anfang des Ramadans ausgegeben werden darf. Und gemäß Abu Hanifa sogar noch vor dem Ramadan entrichtet werden darf und man hat dieselbe Belohnung erhalten. Plus die Armen haben den Vorteil, dass wirklich die Hilfsorganisationen vor Ort genug Zeit hatten,
um die Hilfe dann auch zu organisieren für den Tag des Festes, liebe Geschwister. Lasst uns versuchen, diese Tat nicht zu vergessen, sondern noch vor den letzten 10 Tagen, inshallah, uns dieser Pflicht zu entledigen, auf dass wir uns, inshallah, die Belohnung absichern dürfen, dass von unserem schlechten Gerede, von unseren schlechten Taten, also von dem, was wir an kleinen Sünden begehen, dass wir dadurch oder davon eine Reinigung bekommen. Und wenn wir bei der Zakat gerade sind, die Zakat, liebe Geschwister, ist die am meisten vernachlässigste Säule des Islam. Wir sehen, dass die Muslime an allererster Stelle nach dem Glaubensbekenntnis den Ramadan setzen. Mit dem Beleg, dass wir viele Muslime kennen oder sehen, vorfinden, die nicht 5-mal am Tag beten, aber die den Ramadan fasten. Oder die nicht, die komplett nicht beten oder ihre 5 Gebete nicht insgesamt beten, aber den Ramadan fasten. Und dann vielleicht wird die Pilgerfahrt oder das Gebet betont. Und als allerletzte Säule, liebe Geschwister, die Zakat. Obwohl sie die Schwester des Gebets genannt wird im Koran. Weil sie so oft neben dem Gebet erwähnt wird. Und das Wort Zakat gehört zu den häufigst erwähntesten im ganzen Koran. Im gesamten Koran. Und unser Grundwissen dazu sagt, dass jeder, der 85 Gramm Gold an Kapital besitzt, an Kapital, nicht seine Eigentumswohnung, nicht sein Auto, was er verwendet für sich, sondern an Kapital, was ungefähr 2.700 Euro ausmacht, von dem soll er 2,5% an die Bedürftigen entrichten. Wenn er es in der Hand hat, nicht wenn er es anderen Menschen verliehen hat und er hat es nicht in der Hand. Das an Kapital, was er in der Hand hat, 2.700 Euro insgesamt, übersteigt, davon 2,5% an die Bedürftigen abgeben. Wir werden oft gefragt als Gemeinde und viele Moscheen auch, ist es erlaubt, die Zakat an die Moschee zu zahlen oder für ein Moscheebauprojekt, für ein Moscheekaufprojekt auszugeben. Dazu kehren wir zurück zur 9. Sure, zum 60. Vers, wo Allah Ta'ala 8 Gruppen erwähnt. Er erwähnt, liebe Geschwister, die Armen und die Bedürftigen und diejenigen, die sie verteilen, praktisch die Sozialarbeiter, die damit beschäftigt sind, zu registrieren, zu dokumentieren, zu verteilen, etc. Und diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen, deren Herzen gefestigt werden sollen. Das sind die ersten 4 Gruppen, die erwähnt werden, die Erwähnung finden im Koran und weiterhin für die Befreiung von Kriegsgefangenen, für die Verschuldeten auf Allahs Weg und für diejenigen, die auf Reisen in Not gekommen sind. Das sind die 8 Gruppen. Und diese Gemeinde, liebe Geschwister, für diese Gemeinde gesprochen, wir sind in 2 von diesen Feldern aktiv. Zum einen in dem Feld, diejenigen, deren Herzen gefestigt werden sollen. Das ist nach den klassischen Rechtsgelehrten, besteht diese Kategorie aus 3 Gruppen. Zum einen aus Nichtmuslimen, deren Schaden, den sie auf den Islam zu richten suchen, abgewendet werden kann durch Zakat-Mittel. Zum anderen für Islam-Interessierte. Diejenigen, die noch nicht den Islam angenommen haben und daran interessiert sind. Ja, vielleicht gibt man mal ein Buch weg oder eine CD weg und die Kosten, die damit verbunden sind, kann man aus der Zakat auch entrichten. Beziehungsweise für neue Muslime, die eventuell vielleicht auch finanzielle Nachteile erlitten haben durch die Annahme ihres Islams, was aber keine unbedingte Voraussetzung ist, dass man auch diese Mittel dazu verwenden kann, deren Herzen zu festigen. Und in diesem Feld sind wir sehr aktiv. Wir haben in der Woche mehrfach Besuch von Menschen, die Islam interessiert sind oder die den Islam hier neu annehmen. Und wir wollen sie auch mit einem kleinen Geschenkpaket ausstatten, mit der Sira vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der aus 6 CDs bestehend, mit 1, 2, 3 Standardbüchern, mit weiteren Dingen, die ein Muslim eben zum Start braucht. Ja? Dinge, die jeder von uns zu Hause stehen haben sollte. Ansonsten fehlt einem etwas an Grundlage. Das wollen wir jemandem als Startpaket auch gerne mitgeben. Da sind wir also sehr aktiv in diesem Bereich. Auch in dem Bereich Reisende, die in Not gekommen sind. Ihr kennt das. Ja? Wir sind hier als Frankfurt eine zentrale Station für viele Leute auf der Durchreise. Und nochmal als IIS, sehr zentral in Frankfurt gelegen, in der Nähe vom Hauptbahnhof, in relativer Nähe zum Flughafen. Das heißt, wir haben sehr viel mit Geschwistern zu tun, die auf Reisen in Not gekommen sind. Und wir versuchen dokumentiert und der Verantwortung nachkommend
den Geschwistern dann halt auch die Karte beispielsweise zu zahlen und mit ihnen zum Bahnhof zu gehen, damit man sicher geht, dass diese Gelder nicht irgendwie erlogen angenommen werden, ja, sondern dass man auch wirklich sicher gehen kann, wofür braucht er es. Eventuell gibt es andere Möglichkeiten, wie er sich dieses Geld verdienen kann, etc. Das heißt, in diesen beiden Bereichen, ja, sind wir im IS sehr aktiv. Das heißt, derjenige, der möchte, dass seine Zakat diesen Feldern zugewiesen wird, der kann sie auch zweckgebunden an das IIS weitergeben. Zur Frage, ihr seht auch das Moscheekaufprojekt, das Moscheebauprojekt, je nachdem, wo es uns hinführt. Ob man auch dafür seine Zakat geben kann, halten wir fest, dass die Mehrheit der Gelehrten dies nicht vorsieht. Da sie auf Allahs Weg, die im Koran an siebter Stelle erwähnte Kategorie, weil diese Gelehrten dies rein militärisch interpretieren. Sagen sie, nein, das kann man nicht für Moscheebauprojekte ausgeben. Eine andere Anzahl, eine andere Gruppe von Gelehrten hat allerdings festgehalten, dass fi sabilillah im Koran als rein sprachliche Kategorie zu verstehen ist. Das heißt, alles auf dem Wege Allahs wäre auch ein Grund dafür, seine Zakat ausgeben zu dürfen. Darauf antwortet die Mehrheit der Gelehrten, wie kann das sein? Dann hätte Allah Ta'ala nur als Zakat Grund erwähnen müssen, wa fi sabilillah. Warum hat er die anderen sieben Gruppen, die sowieso auf dem Wege Allahs im rein sprachlichen Sinne sich befinden, warum hat er diese anderen sieben Gruppen denn erwähnt? Das heißt, es muss etwas Eingeschränktes bedeuten und diese Mehrheit der Gelehrten, sie schränkt das im militärischen Sinne ein. Aber aufbauend auf eben diesem Argument, dass es etwas Eingeschränktes ist, auf Allahs Weg, gibt es jedoch eine andere Anzahl an Gelehrten, die sagt, wir lehnen die sprachliche Bedeutung, die allgemeine sprachliche Bedeutung ab, wir halten fest, dass damit auf Allahs Weg, im Sinne von Dschihad, gemeint ist, aber der Dschihad, der wird nicht nur durch militärische Mittel vollzogen, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte beispielsweise auch, dass der beste Dschihad das gerechte Wort, das richtige Wort gegenüber einem ungerechten Herrscher ist. Und viele weitere, auch Koran-Verse und Hadithe, die mit dem Dschihad auch anderes außer dem militärischen verbinden. Und diese Gelehrten wiederum sagen, dass eine Moschee ja nicht in einem bereits muslimischen Land, ja, eine Moschee in einem mehrheitlich gesehen nicht muslimischen Land, welche die islamische Identität für die Muslime absichert, welche die Botschaft des Islams an die Gesellschaft weitergibt, dass dies auch eine Form des Dschihads ist und in dem Sinne auch erlaubt ist, dass man dafür seine Zakatmittel aufwendet. Wir werden zu dieser Frage eine Abhandlung von zweieinhalb Seiten in den nächsten Tagen schriftlich auf unserer Homepage stellen für denjenigen, der sich für die Details interessiert oder kann sich auch gerne bei uns melden, wenn er noch weitere Details braucht. Unabhängig davon, den es überzeugt, Alhamdulillah, der ist herzlich dazu eingeladen. Das ist nämlich auch die Auffassung, die Dr. Khalid nach langen Sitzungen mit uns bevorzugt hat, ja, ins Detail gehend, pro und contra. Wie gesagt, herzlich dazu eingeladen, dass man auch dafür seine Zakat aufwendet. Und denjenigen, ja, der keine Überzeugung dem gegenüber hat, wie gesagt, er hat auch zwei weitere Kategorien, wo er der Moschee Unterstützung zukommen lassen kann oder aber wegen einer anderen Gruppe bevorzugen kann, wie ihm auch dies lieber ist. Oder gibt es einfach eine muslimische Organisation, wie Muslime helfen, wie Islamic Relief, und die entscheiden dann, wofür das im Genauen, im Detail verwendet wird. Aber wichtig ist, liebe Geschwister, dass sie dieser Säule überhaupt nachkommen. Und das muss jeder, der die Pubertät bereits erreicht hat. Das heißt, die sitzen 11, 12, 13-Jährige, ja, die haben vielleicht Geld. Gerade diejenigen haben mehr Geld als die Erwachsenen. Ja, weil die kriegen immer Taschengeld und für die Zukunft, ja. Und diejenigen, die es verdienen, die haben in Wirklichkeit kein Taschengeld mehr. Die haben nichts in den Taschen. Ja, das ist alles irgendwo überwiesen und Miete, Fixkosten und Unterhalt etc. Von daher, gerade die Jungen, ja, die mehr als 2.700 Euro an Kapital haben, ja, auf zur Zakat, 2,5% sollten davon entrichtet werden. Weiterhin, liebe Geschwister, unsere soziale Verantwortung nicht nur im Finanziellen thematisiert. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala, als er die Gebärmutter erschaffen hat und damit die Verwandtschaftsbande, ja, Arrahim, Silat Arrahim, hat er ihr gesagt, bist du damit zufrieden, dass ich den Kontakt halte, die Beziehung pflege mit jedem, der die Beziehung zu dir pflegt, der die Verwandtschaftsbande, die Familienbande pflegt. Und dass ich zu jedem die Beziehung breche,
der auch zu dir die Beziehung bricht, der die Verwandtschaftsbande nicht pflegt. Und die Verwandtschaftsbande, die Gebärmutter, sie sagte ja. Das heißt, so viel, wie wir auch investieren mögen, an Gebeten, an Bittgebeten, an Koranlesen, an Wachsein, an Fasten etc., wenn wir in diesem Feld versagen, liebe Geschwister, dann hat unser Lohn einen gewaltigen Verlust erlitten, wenn wir nicht gar schon ins Minus deswegen gerutscht sind. Und nur das Minus versuchen noch ein wenig zu verringern, liebe Geschwister. Das heißt, bevor wir uns diesen letzten 10 Tagen befreit widmen können, sollen wir unsere Verwandtschaftsbande pflegen, sollen wir uns entschuldigen, sollen wir versuchen, die Wogen zu glätten, dass wieder Harmonie in die Familie hineinkommt. Nicht, dass wir uns in dem einen Bereich sehr bemühen, aber weil wir in dem anderen Bereich versagen und ihn vernachlässigen, dann am Ende mit Null oder sogar mit Minus herauskommen mögen. Lasst uns versuchen, unsere Familienbande wieder aufrecht zu erhalten und zu pflegen und zu verbessern, bevor wir uns in den letzten 10 Tagen des Ramadans dem Inneren, dem Spirituellen mehr und mehr widmen. Und liebe Geschwister, im Allgemeinen unsere Beziehung zu den Menschen, ob sie nun verwandt sind oder nicht verwandt, ob sie nun Muslime sind oder nicht Muslime, wir müssen darauf achten, dass wir jedem Ihsan zukommen lassen, wie es im Koran erwähnt ist, in der 4. Sure, im 36. Vers, ja, dass den Nachbarn Ihsan zuzukommen ist, den muslimischen wie auch den nicht muslimischen Nachbarn, wie die Korangelehrten festgehalten haben. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb die Situation desjenigen, der mit Bergen an Belohnung zum Tag des Gerichts kommt, der sich ja durch das Beten und durch das Fasten und durch das Spenden angehäuft hat. Aber dann kommt jemand zu ihm und sagt, du hast mich beleidigt. Niemand anderes kommt zu ihm und sagt, du hast mich geschlagen. Niemand anderes kommt zu ihm und sagt, du hast mich betrogen. Und so weiter. Und Allah Ta'ala, die Währung am Tag des Gerichts ist nicht mehr Dollar oder Dirham oder Euro, sondern die guten Taten. Das heißt, diese Person muss dann, um das Recht wiederherzustellen, von seinen guten Taten geben. Und er wird bankrott. Am Ende hat er nichts mehr. Das Problem ist, es gibt unter ihnen solche, die haben noch mehr Schulden gegenüber den Menschen. Und dann kommen sie, aber sie können nichts mehr auszahlen. Was macht dann Allah Ta'ala dann? Er sagt zu denjenigen, die ein Recht gegenüber dem haben, der zuerst mit großer Belohnung angekommen ist, dann, weil ihr nichts von ihm zu bekommen habt, gebt ihm eure Schulden. Gebt ihm eure Minuspunkte, gebt ihm eure Sünden. Und obwohl er mit einem großen Plus angefangen hat, kann es sein, dass es mit einem ebenso großen Minus endet. Warum? Weil man hat die Beziehung zu den Menschen nicht ernst genommen. Das heißt, wir zahlen unsere Zakat. Wir zahlen unsere Zakatul Fitr. Und die Zakat ist übrigens jährlich zu entrichten, gemäß dem Mondkalender. Von daher ist es auch eine kluge Idee, dass man das an den Ramadan knüpft, weil es der betonteste Monat oder der in unserem Bewusstsein verankerste Monat ist. Wir zahlen unsere Zakat, wir zahlen unsere Zakatul Fitr. Wir stellen wieder die Verwandtschaftsbande her oder pflegen sie um ein weiteres. Und wir versuchen auch mit allen Menschen, mit denen wir zu tun haben, Nachbarn und Kollegen und Schulkameraden etc., dass wir wenigstens gerade herauskommen dabei. Ja, weil wir als Menschen haben täglich unsere Fehler. Wenn wir dann, liebe Geschwister, dies erledigt haben in den nächsten Tagen, dann sind wir in der Moschee und wir wissen, wir dürfen uns auch ausruhen in der Anstrengung. Wir haben keine anderen Sachen, die uns nebenbei abzulenken vermögen. Und dann widmen wir uns, al-i'tikaf, liebe Geschwister, bedeutet Hingabe und Rückzug. Das heißt, wir wollen das hier nicht zu einem Jugendhaus ausarten lassen oder zu einem Café ausarten lassen, sondern wir kommen hierher, vor allem um uns zurückzuziehen. Alleine mit Allah Ta'ala zu sein. Ja, den Mushaf aufzuschlagen, Koran zu lesen, zu beten, Bittgebete an Allah Ta'ala zu richten. Ja, um die Vergebung von den Sünden zu bitten. Gott, Allah Ta'ala zu gedenken. Das ist unsere Hauptabsicht, liebe Geschwister, in diesen letzten 10 Tagen des Al-I'tikaf. Und das ist wichtig, ja, weil wir kommen zusammen. Das ist wichtig, dass wir uns für diese 10 Tage von unserer Schokoladenseite nicht nur Allah Ta'ala gegenüber zeigen, sondern auch den Menschen. Dass wir herkommen, wir sind frisch geduscht und Fingernägel geschnitten und ja, die Männer haben sich schön parfümiert und frische Kleidung angezogen. Und man hält sich sowieso zurück von den Menschen. Ja, und derjenige, der Streit hat mit Menschen, der hat bereits 2 Fehler begangen. Das erste, warum hat er überhaupt mit Menschen zu tun gehabt? Warum hast du überhaupt geredet? Warst du nicht eigentlich da, um Allah Ta'ala hier zu begegnen, in der Moschee? Und der zweite Fehler, als er dann mit den Menschen geredet hat, ja, was an sich nicht verboten ist, wie gesagt, in einem gesunden, kleinen Rahmen, dann hat er auch noch Streit provoziert, oder im Streit war er
erwidernd gewesen. Und Allah Ta'ala sagt dazu im Koran: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Und gehorcht Allah und gehorcht seinen Gesandten und streitet nicht miteinander, hadert nicht miteinander, sonst werdet ihr versagen. Und auch im weltlichen Sinne. Und euer Aufwind, eure Motivation, das, was wir versuchen zu sammeln für die nächsten 11 Monate, wird dahin gehen. Ihr werdet platt sein, nicht aufgebaut und motiviert sein, sondern dieser Aufwind, diese Motivation wird verloren gegangen sein. Deswegen widmen wir uns, inshallah, diesen Monat und in diesen letzten 10 Tagen im Speziellen Allah Ta'ala. Und wenn wir mit den Menschen zu tun haben, im Rahmen des Notwendigen, ja, und dann sichergehend, dass wir nichts provozieren, nicht in einen Streit verfallen oder irgendwie Unruhe in die Moschee hineintragen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, nähern wir uns unseren Absichten. Die Niyya im Arabischen bedeutet rein sprachlich auch das Reiseziel. Ja? Da, wo man hin möchte. Im Verb bedeutet es auch, im Tätigkeitswort, dass man auswandert. Ja, wohin wollen wir denn gehen? Al-Ikhlas, das sind An-Niyya und Al-Ikhlas, das sind Worte, die wir häufig vernehmen werden, häufig thematisieren werden, bedeutet die Reinheit, bedeutet die Klarheit, bedeutet das Befreitsein, beziehungsweise befreien und reinigen. Wir wollen unser Herz reinigen von allem, was uns weg von Allah Ta'ala hinweg von Allah Ta'ala bringt. Was unser Reiseziel, ja, in irgendeiner Form abzuändern vermag. So begeben wir uns hierher. Mit welchen Absichten? Mit welchen Absichten werden, was, worum werden wir in den Mitgebeten Allah Ta'ala bitten? Warum werden wir hier sein? Was sind unsere großen Wünsche? Wir haben vor 2-3 Tagen eine kleine Umfrage gemacht im Rahmen eines der Vorträge am Abend. Was wünschen wir uns? Was sind unsere großen Wünsche? Und erwähnt wurde alles Mögliche von Gesundheit und Heirat und Stärkung der Muslime und ja, alles sehr gute Dinge. Aber nur eine ganz kleine Anzahl an Geschwistern, ja, sie hat das größte Ziel des Muslims überhaupt erwähnt. Und es fängt an, liebe Geschwister, dieses größte Ziel eines jeden Muslims mit der Sehnsucht. Schauen wir auf die Propheten, welche Sehnsucht sie hatten Allah Ta'ala gegenüber. Schauen wir auf Ibrahim alayhi salam. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Ibrahim a.s., er sprach zu Allah als Prophet: O Allah, zeig mir, wie du die Toten lebendig machst. Allah, er fragte rhetorisch: Glaubst du denn nicht? Ibrahim sagte: Doch, aber um meinem Herzen Beruhigung zu verschaffen oder Ruhe zu verschaffen. Ja, meinem Herzen die Sehnsucht zu erfüllen. Die Sehnsucht danach, Allah Ta'alas Zeichen nicht nur zu kennen, sondern auch zu erfahren. Musa a.s., er bat um noch mehr als dies, liebe Geschwister. Musa a.s. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. Und als Musa zum festgesetzten Termin kam und sein Herr zu ihm sprach, sagte er: Mein Herr, zeige dich mir, auf dass ich dich anschauen kann. Musa a.s., er wollte tatsächlich Allah Ta'ala sehen. Aus Sehnsucht ihm gegenüber. Aus Sehnsucht ihm gegenüber, liebe Geschwister. Was ist unsere Sehnsucht? Was sind die Wünsche, die wirklich schwer in unserem Herzen wiegen? Ist es nur die Gesundheit?
Ist es nur die Stärkung der Muslime? Ist es nur die Heirat und Kinder und ja, all diese guten Dinge und erlaubten Dinge, Dinge, um die man zu bitten hat? Oder haben wir auch, oder das Paradies und die Vergebung Allah Ta'alas? Oder haben wir noch ein Mehr an Sehnsucht Allah Ta'ala gegenüber? Allah Ta'ala, liebe Geschwister, erhält im Koran fest, لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Und sie werden im Paradies das haben, was sie begehren. Aber bei uns, Allah Ta'ala spricht von sich, ist noch mehr als dies. Mehr als das Paradies? Was kann das sein, liebe Geschwister? Allah sagt im Koran, للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Diejenigen, die das Gute, das Schöne tun, sie werden auch das Gute und Schöne erhalten, das Beste erhalten. Und noch mehr. Waziyada. Was ist dieses Mehr, liebe Geschwister? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, dass diejenigen, die das Paradies betreten, Allah Ta'ala, er wird ihnen die Frage stellen, ja, soll ich euch noch mehr geben? Und sie werden sagen, hast du nicht unsere Gesichter bereits erleuchtet und uns vergeben? Und uns das Paradies geschenkt und uns zufriedengestellt. Was kann es noch mehr geben? Und dann, subhanallah, wird etwas sehr Besonderes passieren, liebe Geschwister. Allah Ta'ala, er wird sich den Menschen zeigen, den Paradiesbewohnern zeigen. Und das ist der Glaube, der feste, unumstößliche Glaube der sunnitischen Gemeinschaft. Dass wir als Muslime Allah sehen werden. Wir werden unserem Schöpfer begegnen. Aber dazu brauchen wir auch die Sehnsucht. Liebe Geschwister, die Sehnsucht Allah Ta'ala begegnen zu dürfen. Und dies ist eindeutig im Koran festgehalten. Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dass an diesem Tage die Gesichter strahlend sein werden, auf ihren Herrn blickend. All unsere Anstrengungen, all unser Näherkommen Allah Ta'ala gegenüber. Und dann nur das Paradies, dann nur seine Vergebung, dann nur von der Hölle befreit zu sein. Allah Ta'ala will uns mehr geben. Er ist bereits derjenige, der erschaffen hat, liebe Geschwister. Bereits derjenige, der sich offenbarte, der sich im Detail beschrieb im Koran. Und er möchte diese Sehnsucht, die jeder Muslim in sich tragen sollte, wenn er sie nicht bereits trägt, er möchte diese Sehnsucht auch stillen, und die Begegnung mit ihm ermöglichen, sodass kein Schleier zwischen dem Diener und Allah Ta'ala sein wird. Und darum mögen wir Allah Ta'ala bitten, im Jenseits ihn sehen zu dürfen und im Diesseits mit ihm verbunden zu sein. Allahumma Amin, Allahumma Amin, Allahumma Amin. Liebe Geschwister, lass uns Allah Ta'ala nun bitten, auf dass wir ihn sehen dürfen, auf dass er uns vergibt, auf dass er die Muslime inshallah stärkt in diesen prüfenden Tagen. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. O Allah, wir bitten von dir, dass wir dich sehen werden dürfen im Paradies, O Allah. Dass du uns vergeben hast, O Allah. Dass du uns gestärkt hast in diesem Leben, O Allah. Dass du uns sehen hast lassen, dass die Muslime zur Stärke und zum Glanz finden, O Allah. Dass wir dafür sorgen dürfen auf dieser Erde, O Allah, dass kein Unrecht widerfährt. Allahumma Amin. O Allah, auf dass du unsere Kranken heilst, auf dass du unsere Trostbrauchenden tröstest, auf dass du den in der Not sich Befindenden einen Ausweg gibst, auf dass du die Unverheirateten verheiratest, O Allah, auf dass du die bestehenden Familien segnest und die Frauen und die Kinder und die Ehemänner schützt, O Allah, auf dass du diejenigen, die durch Krieg und Katastrophe und Krise geprüft sind, O Allah, überall auf der Welt, in Syrien, in Ägypten, in Palästina und in vielen weiteren Orten in Burma, auf dass du ihnen Erleichterung, O Allah, verschaffst und Sieg verschaffst und Befreiung verschaffst und dass sie auch einen Anteil daran haben dürfen und durften. Allahumma Amin. O Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienmitglieder und seine Gefolgsleute und lass uns auch zu diesen zählen am Tage des Gerichts. Allahumma Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Liebe Geschwister, wir werden nun sammeln für die Aktivitäten der Moschee.
Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch ermöglichte. Und bereitet euch auch vor für die 27. Nacht bezüglich derer einige der großen, edlen, ehrwürdigen Prophetengefährten überzeugt sind, dass es die Nacht der Bestimmung ist, Laylatul Qadr, dass ihr eine besondere Spende der Moschee gebt für dieses Moscheekaufprojekt. Versucht einen großen Schein mitzubringen, einen 500-Euro-Schein, ja? Wenn dies nicht möglich ist, einen 200-Euro-Schein oder einen 100-Euro-Schein, auf das inshallah dieses Projekt für die Zukunft einen Schub bekommt, liebe Geschwister, und dass es schnell umsetzbar ist. Unser geehrter Bruder, der es nicht mag, Sheikh genannt zu werden, der allerdings Islamwissenschaften studiert hat, Sabr bin Atisha, er wird am Sonntag ab 12 Uhr bis 8 Uhr abends ein Seminar hier in der Moschee anbieten zum Thema Zielsetzungen im Islam und das islamische Recht, worauf es abzielt. Welche Weisheiten, welche Zielsetzungen das islamische Recht befördern möchte und welche Vorteile es zu realisieren möchte und welche Nachteile es entsorgen möchte. Nehmt euch die Zeit, inshallah, von 12 bis 8 Uhr. Es ist ein einmaliger Stoff, den ihr so in den Büchern, die hier zur Verfügung stehen, nicht finden werdet, sondern was aufgrund seines Studiums im Ausland, in England und in Frankreich auch mühsam zusammengetragen wurde, dass wir uns hier am Sonntag zusammenfinden ab 12 Uhr bis 8 Uhr, liebe Geschwister.